lesen können. Deswegen haben wir jetzt hier einen neuen Ständer. Lieber Christian, du kannst da reinsprechen. Das ist gar nicht wahr. Ich habe mit dem Ständer, bevor ich was gesagt habe. Ah, ja. Aber es passt mir ganz gut, da ich heute das Buch zum Blättern habe. Und da macht sich das besser, wenn ich das Mikrofon nicht halten brauche. Das Buch zum Blättern, sag mal schnell. Fang das Licht. Eine Geschichte, aber auch nicht die komplette Geschichte, dazu ist sie wesentlich zu lang. Die Schneeballblüte gibt seit heute eine Single-Auskopplung sozusagen aus diesem gedruckten Buch. Als Amazon-Kindle-Edition kann man sich da runterladen. Ja, und ich habe mir gedacht, weil es heute eben erschienen ist, die Schneeballblüte lese ich eben aus der Geschichte Schneeballblüte auch, sobald wir jetzt mit deiner grässlichen Uhr kommen. Das ist eine wundervolle Uhr. Eine wundervolle Uhr. Wir haben jetzt 10 Minuten. Ja, aus der Geschichte. Also ich fange mittendrin an. Ich bin an einem Wintersonntagmorgen unterwegs, weil ich am Abend vorher ein altes Bild, ein über 30 Jahre altes Bild gefunden habe, das mich sozusagen außer Haus treibt ins... Ist das jetzt so? Hört man mich? Dass mich außer Haus treibt. zurück in meine alte Heimatstadt und es geht so ein bisschen um den Konflikt Vergangenheitsbewältigung, traumatisiert sein, so Konflikte mit dem für mich immer noch Unfassbaren. Und ich komme an dem Ort an, zu dem es mich getrieben hat. Nichts als die Kulisse des Ortes und die Dunkelheit, die weiter zugenommen hat, die vom Rand einer mit Bäumen umsäumten Fläche zu mir zu kriechen scheint. Eine Nebelbank aus Schatten, die wie zerlaufende Tinte über das Feld der Vergänglichkeit kriechen. Um die Rillen und Furchen in der Erde zu füllen, sie dem Boden gleich zu machen und dann aufzusteigen. Wie Nebel, der auf dunklen Wassern schwebt, um mein Schiff zu geleiten. Das Scheppern ist lange verklungen, als ich immer noch stehe und lausche, stille und schaue. Anschwellende Schatten. Im Augenwinkel eine wischende Bewegung. Hinter den Büschen an der Pforte verschwindet jemand. Verschwindet hinter den Büschen an der Pforte jemand? Sie sind kahl, die Zweige. Trotzdem, ich kann nicht hindurchsehen. Knirschen die Angeln der Pforte ihr ölloses, zahnschmerzhaftes Knirschen? Fällt kalt das Eisen der Gittertür in den geschmiedeten Rahmen? Dreht sich ein Schlüssel? Dafür ist es zu früh, entscheide ich. Ich bin rechtzeitig losgefahren. Rechtzeitig hier gewesen. Meine Füße werden taub, selbst durch die dicken Sohlen kriecht die Kälte des Bodens. Es kann nicht mehr weit sein. Es ist nie weit, wenn man sich erst einmal entschlossen hat zu gehen. Und es dauert immer zu lange. Beobachten die Krähen mich? Wieso hocken sie so reglos da? Sind sie nicht sonst immer unterwegs, frech auf Futtersuche? Oder dabei jemanden zu erschrecken mit dem Flattern ihrer dunklen Flügel und ihrem heisernen Krächzen? Heute stehen sie auf den Zweigen wie schwarz gewordene Kastanienblüten. Weit über ihnen, kaum noch sichtbar in den verschwommenen Falten des Himmelstuchs, zieht einsam ein Vogel seine Kreise. Er muss groß sein, wenn ich ihn bei der Entfernung und dem Licht noch so gut sehen kann. Aber die Entfernungen sind mir gerade hier und jetzt ebenso abhandengekommen wie die Zeit. Ich wische mir die Nässe aus dem Haar, die nach unten fällt wie winzige Sektperlen, die die Orientierung verloren haben. Vielleicht hätte ich doch die Bastenmütze über die Stoppeln ziehen sollen, die angegraut und Licht auf meinem Schädel stehen. An der nächsten Kreuzung stoße ich auf einen breiten Hauptgang, der meinen Weg im rechten Winkel schneidet. Das war noch nie so. Auch wenn mir bei vielen Besuchen hier oft so ist, als wäre es mein erster, wenn ich auch oft überlegen muss, wie ich zu gehen habe, manchmal sogar gesucht habe, dieser Weg hat noch nie meinen gekreuzt. Halb links, wo die Kantensteine aneinander stoßen, steht ein Becken grau wie die Wegeinfassungen. Eines, aus dem man Wasser schöpfen kann, wenn die Jahreszeiten wärmer sind und der trockene Boden zwischen den Reihen danach verlangt, gegossen zu werden. Jetzt ist der Boden fest und kalt, greift unter den Mantelschößen nach meinem Knie. Es meldet sich zaghaft, doch mit einem entschlossenen Kopfschütteln gebe ich ihm zu verstehen, jetzt nicht. Es hat ein Einsehen für dieses Mal. Ein lautloses Flattern, dann hockt auf dem Beckenrand eine der Krähen und legt den Kopf schräg. Ihr schwarzes Knopfauge beobachtet mich genau. Ich nicke ihr zu, drehe mich einmal um mich selber und noch einmal halb, sehe den Weg hinunter, den ich gekommen bin. Da steht die Tanne, links jetzt. Ich bin 50 Meter zu weit gelaufen. Empört krächzt das Federtier, als ich zurückgehen will. Sie ist hinter mir hergehüpft, bleibt aber sofort stehen, als ich mich ihr wieder zuwende. Was hast du? Ich beuge mich hinab, umhüllt von meinem schwarzen Mantel, wie sie von ihrem dichten Federkleid, das sich plustert, sie dadurch dick und ungelenk erscheinen lässt.
Sie neigt wieder den Kopf, trippelt einen verlegenen Schritt zur Seite, einen wieder zurück. Ein Lichtpunkt wie das Aufblitzen einer Nadelspitze leuchtet in ihrem klugen Auge, mit dem sie mich eingehend betrachtet. Aber sie schweigt. Ich lächle in mich hinein und richte mich wieder auf. Sie krächzt einen rauen, kurzen Ton. Wenn du willst, komm mit, sage ich und nicke ihr zu, bevor ich meinen Weg fortsetze mit der festen Absicht, endlich anzukommen. Ich schwenke ein in die innere Reihe, in der die Tanne steht. Sie nähert sich wie ein Phantom. Mit jedem meiner Schritte zeichnen sich ihre Zweige und Nadeln deutlicher in den Abend. Ein rauer Ruf hinter mir. Ich gehe weiter. Von den Bäumen ringsum antworten ihre Gefährten, als machten sie ihr Schimpfen Vorwürfe, dass sie sich mit mir abgibt. Eine Kette klirrt, schwer rasselnd wie ein Ankerspiel. Durch die schwangere Luft schlagen ihre Glieder feucht aneinander. Dort hinten muss das Krematorium sein. Ich lausche. Es bleibt still. Die Mauern, die Ziegel, der Ziegelrot zwischen den Bäumen dämmernden Verbrennungsanlage sind kaum auszumachen, als würde Dampf aus Kellerrosten steigen und sie einhüllen wie in einer Sauna. Die Dunkelheit fließt immer schneller in den Tag, als hätte man ein Wehr gezogen und das Wasser stürzt schwer ins Toastbecken des Unterwassers. Die Versammlung der Krähen hat sich wieder beruhigt. Drei Schritte vor mir steht die Tanne. Sie war nur halb so groß wie ich, als sie gepflanzt wurde. Ich lege den Kopf in den Nacken und sehe auf. Gut 5 Meter mag sie inzwischen hoch sein. Ein Schatten wischt über mein Gesicht. Ich zucke zusammen. Auf meiner Haut bleibt der hastige Luftzug wie ein Fußabdruck im Sand, der im selben Moment mit der überschwappenden Welle zerläuft. Wieder hockt es mir gegenüber. Das schwarze Auge sieht mich an mit seinem nadelspitzen Blitzen. Zu meinen Füßen sind liebevoll Zweige ausgebreitet, wie eine Zudecke, die vor dem Frost schützen soll. Den Boden oder das, was darin ist. Helle Blütentupfen stehen bescheiden um den Rand und wie immer bin ich erstaunt, dass das Leben auch zu dieser rauen Jahreszeit und an diesem Ort solchen Ausdruck für seine Lust an sich selber findet. Die Krähe sitzt schweigend über dem Grabstein. Der Granit schimmert im Schatten des Baumes, der sich unscharf verliert wie auf Glas vergossene Tinte. Der Name meines Bruders steht dort eingegraben. Darunter 2 Daten. Die Farbe ist verwittert, herausgebleicht, herausgewaschen, herausgefroren in 30 Jahren. Sein Tod dauert nun schon 10 Jahre länger, als sein Leben gewesen ist. Inzwischen 2¼-mal so alt, wie er geworden ist, erschüttert mich die Kürze seines Hiergewesenseins jedes Mal aufs Neue. Das Bild fühlt sich immer noch kühl an in meiner Tasche. Ich widerstehe der Versuchung und lasse es dort stecken. Es sagt mir nichts, wie es in meiner Hand liegt. Es wird mir nichts sagen, wenn ich es ansehe. Niemand konnte mir bisher an diesem Ort etwas sagen. Warum sollte es diese Fotomontage, die mir am Abend in die Hände gefallen ist? Ein einzelnes Wort krönt die Inschrift. Unvergessen. Kraft, Liebe und Verzweiflung, Gewissheit über das Ende und dazwischen der Klang des Nichtbegreifenkönns, die Frage, warum? Ich blicke auf zu meiner neuen Freundin und spüre den Kloß in meiner Kehle wie vor 30 Jahren. Zwischen modrigem Herbstlaub war hier die Grube mit dem lehmfetten Rand, in die der Sarg versenkt wurde. Wir hatten sie nur geschlossen sehen dürfen, die Kiste mit meinem großen Bruder. Hinter einer Glasscheibe, in einem anonymen, dunkel gekachelten Raum, in dem eine defekte Glühlampe nervös in ihrer Fassung blinkerte und gespensterlich über das matte Holz und das einzeln darauf liegende Blumengebinde flackert. Plötzlich hatte ich keinen großen Bruder mehr. Er war tot, bevor ich anfing zu leben. Mir kommt es manchmal vor, als hätte ich nie einen gehabt. Wir hatten nie die Zeit, uns richtig kennenzulernen. Doch ich weiß, dass es anders ist. Es gibt Erinnerungen, die nur ich haben kann. Wir teilen sie gemeinsam, er und ich. Die Krähe nickt schwungvoll und ich gehe in die Hocke, schlage die Mantelschöße um meine Beine, damit sie nicht auf seinem Grabschmuck hängen. Wie ein Kobold hocke ich da, den langsam die Ahnung der herannahenden Nacht verschluckt. Oder spuckt sie mich aus? Ich streiche über den flachen Hügel der blau-grünen Nadelzweige, wie ein rotes Auge schimmert das Friedhofslicht, aber ich habe kein Feuer dabei, um es anzuzünden. Auch ohne Feuer fühlt sich meine Hand auf dem Grabschmuck nach ein paar Augenblicken warm an. Mein Knie beginnt zu schmerzen, ein kleines, rheumatisches Ziehen, wo die Scheibe in der Mulde der Knochen gehalten wird. Ich habe es gut im Griff, dieses Ziepen, das in meinen Fasern zu feilen singt wie eine Grille, deren Stimme sich überschlägt, weil es kalt ist und weil ich unbequem hocke, so wie jetzt. Dann erinnert es mich daran, dass es zu mir gehört. Inzwischen ist es ringsum dunkel geworden. Meinen Kreis berührt der tintige Schatten nicht, als wäre um mich herum eine unsichtbare Grenze gezogen. Ich selber hocke wie in einem Spotlicht, diffus, wie nur ein Schatten sein kann.
und dabei viel heller als die Umgebung. Wieder rasselt die Kette mit ihrer rostigen Lache durch die Dunkelheit. Ich zucke zusammen und spähe über die Schulter. Herzklopfen und ich halte wieder den Atem an. Ich sehe nur schwarz aus dem Augenwinkel. Da ist nichts, sage ich ein paar Mal vor mich hin. Quietschen die Angeln der Pforte. Holpert der Riegel ins Schloss. Es ist sinnlos, da vorne etwas erkennen zu wollen. Die Geräusche fliehen wie Wellenhügel im See. Wo sie einmal ein Ufer finden, ist eine andere Wirklichkeit. Ein einzelner Ton gickst über mir aus der Tanne. Die Krähe erinnert mich daran, warum ich hier bin. Warum bin ich hier? Meine Finger liegen mitten im milchweißen, dünnen Dampf, der sich durch die Tannennadeln hervorwindet und aufsteigt, wie eine tröpfchengewebte Leinwand für Erinnerung. Immer wieder verweht alles und lässt mich zurück mit den Lücken. Ich lasse sie schwarz, weil ich sie nicht mit meiner Fantasie füllen mag. Alles verweht, der Rest Dunkelheit. Danke. Das ist immer total toll, wenn die Technik für mich funktioniert für den Moderator, weil da kann der so ein bisschen beweisen, dass er total flexibel ist und selber anpackt. Finde ich gut. Ja, jetzt sollte das halten. Jetzt ist der Christian Scheinhardt weg.